Und weiter geht's im Programm. Schön, dass Sie dabei geblieben sind. Auch jetzt erwarten Sie die besten Produkte. Und zwar haben wir uns mal ein bisschen um auch Ihre Mobilität gekümmert und haben Ihnen hier ein tolles Smartphone rausgesucht. Momentan eigentlich das beste Smartphone, was wir so haben, richtig? Ja, mit Sicherheit. Und im Laufe der Sendung werden wir uns auch noch ein bisschen steigern. Wir kommen zu einem Tablet der Extraklasse. Und dann ja, zu unserem stärksten Tablet derzeit, das schon fast als Laptop-Ersatz dienen kann. Ich würde sagen, sogar vollwertig. Beginnen wir mit dem Smartphone. Du hast das richtig gesagt, neueste Generation. Das zeigt sich schon allein durch die Prozessortechnik hier. In unserem SPX34 haben wir nämlich einen 8-Kern-Prozessor drin. Einen 8-Kern-Prozessor. Ja, das ist also ganz, ganz außergewöhnlich. Das können die wenigsten Anbieter bis jetzt leisten. Und das heißt, auch wenn du mehrere Sachen gleichzeitig offen hast, und wir kennen das ja immer, wenn wir auf diese Taste drücken, dann sehen wir, ich habe jetzt nur eins offen, aber dann könnten mehrere hintereinander parallel laufen. Und dieser 8-Kern-Prozessor, der sorgt dafür, dass alles rund und flüssig läuft. Also auch wenn du mal vielleicht eine Zeitung aufgemacht hast, um dich zu informieren, irgendwelche Nachrichten zu lesen, gleichzeitig dann vielleicht ein Anruf reinkommt, du vielleicht noch ein Spiel gespielt hast, was du weggedrückt hast, also mehrere Programme gleichzeitig, die du geöffnet hast, bewältigt der problemlos. Richtig. So, und jetzt schauen wir uns auch mal das Display an. Wir haben eine tolle Größe, wie ich persönlich finde, 5 Zoll. Ja. Und haben natürlich ein HD-Display, das heißt ultrascharf, wirklich hier die Auflösung. Ich habe übrigens mal Google Play Store aufgemacht, da kommen wir aber gleich noch dazu. Was jetzt auffällt, wenn wir es einfach mal von der Seite anschauen, das ist allermodernstes Design. Du siehst diese abgerundeten Kanten. Das sieht unglaublich schick aus. Das ist ja heutzutage auch wirklich notwendig, dass ein Smartphone nicht nur funktional ist, sondern es funktionell ist, sondern auch toll aussieht. Und das ganz wichtig für ganz viele Menschen. Also ich muss es ja zugeben, ich schaue auch immer, wie schaut denn so ein Smartphone aus? Und das hier gefällt mir sehr gut. Du hast einmal diese abgerundeten Ecken hier angesprochen. Sie sehen das hier, wie schön. Das sieht so aus, als ob das Display hier quasi über die Kante hinausgeht. Ich mag es aber auch gerade von der Rückseite extrem gerne, weil hier, das fasst sich sehr gut an, das rutscht auch nicht so weg. Da ist so eine tolle Rückseite, das ist nochmal so beschichtet. Das fühlt sich hervorragend an. Das ist so ein richtiger Handschmeichler, würde ich sagen, an der Stelle. Wenn wir schon bei der Rückseite sind, dann können wir auch mal hier diese Linse ansprechen, denn hier haben wir eine unglaublich starke Fotolinse drin, nämlich mit 8 Megapixeln kann ich hier Fotos schießen, interpoliert bis zu 12 Megapixel, also unglaublich scharf. Das schaffen manche Digitalkameras nicht. Und drunter sehen wir den Infrarotblitz, der natürlich integriert ist. Aber jetzt gehen wir mal, weil wir werden des Öfteren mal gefragt, was ist denn das mit dem Google Play Store? Google Play Store ist ein Einkaufszentrum für alles. Und da kann ich jetzt mal schauen, in welches Geschäft ich gehen will, indem ich einfach Kategorien drücke. Guck mal, und da kann ich jetzt aus allem raussuchen, aus Büchern, aus Büro, aus Comics. Und das ist unendlich weiter. Und wenn ich was gefunden habe, dann kann ich schauen, was für Apps sind denn da. Gehen wir mal auf... Ja, wo gehen wir hin? Ist eigentlich gerade egal. Irgendwas aufmachen und dann werden mir dort die Apps vorgeschlagen und es zeigt mir auch gleich an, ob kostenpflichtig oder nicht. Also es gibt sehr, sehr viele Applikationen, also Apps, die kostenfrei sind, die kann man sich dann einfach aussuchen. Nur um diese Frage mal zu beantworten mit dem Google Play Store. Was wir hier haben, ist natürlich ein Google-Grundpaket an Apps schon vorinstalliert. Die sehen wir hier. Und dann wissen Sie ja, mit den Apps aufmachen, einfach antippen dann. Jetzt gucken wir mal auf Spiegel zum Beispiel. Spiegel Online, aktuelle Nachrichten. Also auch als Informationsmedium kann ich ein Smartphone heute bestens machen. Und das ist eben sensationell. Also ich finde es klasse, dass ich so schnell bin heutzutage. Das wäre vor wenigen Jahren mit Smartphones noch nicht vorstellbar gewesen. Und jetzt haben wir eben hier mit unserem SPX 34 ein Smartphone der neuesten Generation. Aber telefonieren kann ich auch noch damit. Ja, außer bügeln kannst du, glaube ich, alles damit machen, aber selbstverständlich auch telefonieren. Aber das ist wichtig auch hier. Gut, dass du es angesprochen hast, weil ich kann telefonieren, mit wem ich will. Also nicht nur als Empfänger, den ich anrufe, sondern mit welchem Anbieter, Provider, weil das ist SIM-Lock-frei. Das heißt, ich bin hier jetzt nicht vertragsgebunden, das könnte man annehmen, weil bei manchen Smartphones heißt, sie zahlen nur 250, müssen aber 24-Monats-Vertrag bei dem und dem Anbieter abschließen. Und das haben wir hier nicht. Du bist in der Wahl frei und zwar auch mit 2 SIM-Karten. Das ist ein Dual-SIM-Handy. Mhm. Du kannst 2 verschiedene einlegen. Also jetzt zum Beispiel mal, wenn ich für Jugendliche ein Smartphone kaufen würde, die sagen,
oh komm, ich brauche eins, oder auch ja, heutzutage, also ich kann jetzt von meiner Tochter ausgehen, die hat ihr erstes Smartphone bekommen, als sie auf die weiterführende Schule musste, ja, weil sie einfach dort mit dem Zug hinfährt. Mhm. Und mit dem Bus, Entschuldigung, aber da war es dann notwendig, fand ich. So, jetzt brauchst du aber, da sehen wir sie auch gerade, mittlerweile ist es schon ein bisschen größer, da ist ein Smartphone selbstverständlich. Ja, aber du willst ja auch Kostenkontrolle, weil es kommt ja mal vor, da wird mal überschwänglich, dann geht man auf, wählt irgendwelche Nummern. Also wir haben als Jugendliche die Zeitansage in Hongkong als angerufen, meine Eltern haben fast einen Herzinfarkt bekommen. Hier kannst du das mit einer Prepaid-Karte, kannst du das natürlich in Kostengrenzen halten. Ja. Die gibt es heutzutage so günstig bei Lidl, Aldi, Edeka, Vodafone, Telekom, 1&1 und ja, was weiß ich, was es noch alles gibt. Und da habe ich volle Kostenkontrolle. Also ich kann die SIM-Karte einlegen, die ich möchte im Endeffekt, egal ob Sie schon einen Vertrag haben oder ob Sie sich dann eine Prepaid-Karte zulegen wollen, das geht hier alles. Und sogar zwei SIM-Karten können Sie einlegen. Das ist vielleicht ganz interessant, wenn Sie auch mal im Urlaub unterwegs sind und da noch eine lokale SIM-Karte nutzen wollen. Unser tolles SPX34 mit der Bestellnummer PX3890569 für 237,41 €. Das können Sie sich jetzt bestellen. Einfach anrufen bei den Kollegen im Callcenter 0180 51 51 3 × 2. Dann kommt das Gerät innerhalb von 2 bis 3 Tagen versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Und damit es auch dementsprechend geschützt ist, hat der Ralf uns eine clevere Sache mitgebracht. Denn ja, es gibt so tolle Folien, die man da drauf machen kann, dann verkratzt es nicht so schnell. Das passiert bei mir, muss ich gestehen, sehr, sehr häufig am Anfang, als ich Smartphone neu hatte. Weil ich schmeiße ja mein Gerät einfach immer in meine Tasche rein, ne? Ja, Handtasche. Und dann hat sie natürlich irgendwann mal Kratzer drauf. Da ist ein Schlüssel drin, da ist alles in der Handtasche. Zack, ist ein Kratzer drauf und das ist ärgerlich. Aber auch im normalen Gebrauch einfach die Fingerabdrücke und das verspiegelt, was du hast. Und es ist ärgerlich, wenn dann das Smartphone kaputt ist. Jetzt im Lieferumfang von unserer Display-Schutzfolie, und die möchte ich Ihnen ans Herz legen, haben wir natürlich ein Mikrofasertuch. Jetzt reinige ich einfach mein Display. Jetzt ist es wieder sauber, die Fingerabdrücke sind entfernt. Und jetzt sehen wir, das ist passgenau aufs SPX34. Und ich lasse jetzt extra mal diese Folie mit dran, ja, dass wir sehen, ne, ohne die hält es natürlich dann von allein, das ist also selbsthaftend, aber ich möchte es Ihnen ja jetzt nur zeigen. So, und jetzt habe ich das drauf und jetzt kann ich trotzdem durch die Folie natürlich alle Kontakte herstellen. Und jetzt ist es durch die Folie geschützt vor Kratzern. Das ziehe ich quasi einmal ab und bringe das dann gleichmäßig auf der Oberfläche auf. Warum soll ich das denn ziehen? Warum soll ich es denn eigentlich nicht machen? Guck mal, so. Komm. Jetzt machen wir das weg hier. Achtung, die Folie. So. Und jetzt ist das selbsthaftend. Schau mal, einmal genau richtig drauf. Und jetzt machen wir es nicht mit den Fingern, sondern machen es hier mit. Jetzt muss ich nur aufpassen. Und jetzt siehst du, der Kontakt ist trotzdem jederzeit da. Und meine Folie ist eben geschützt, oder mein Smartphone, vor diesen Kratzern, die du gerade erwähnt hast. Also das ist perfekt hier zum Schutz. Einfach für die paar Euro noch mit dazugestellt. 4,66 € mit der Bestellnummer HZ2516 und der 569. Unsere Display-Schutzfolie passend für das SPX34. Direkt mit dazubestellen, da sind Sie auf der sicheren Seite, wie Sie sehen hier, Wunderwaffe gegen Schmutz und Kratzer, reduziert störende Lichtreflexe. Ja. Und wenn Sie jetzt aber sagen, Smartphone habe ich vielleicht schon, aber so ein Tablet, das wäre doch was für mich. Da haben wir jetzt zwei tolle Modelle, die wir Ihnen vorstellen möchten. Und beginnen tun wir mit unserem XA 100 Pro. Ja, Pro, ganz, ganz wichtig. Wir haben ja unser XA 100, das unglaublich günstig ist und auch ein tolles, tolles Gerät. Jetzt sind wir aber noch einen Schritt weiter. Wir sehen auch hier, für alle, die das XA 100 kennen, dasselbe Format. Wir haben 10,1 Zoll, aber hier im 16:9 Format. Das heißt, das ist prädestiniert, um irgendwelche Filme anzuschauen. Blockbuster, ich habe genau dieses Format wie im Kino auch. Sehr, sehr hochauflösend, das sehen wir. Dann ein Tablet heutzutage ist ja ein Multifunktionsgerät. Mit dem navigiere ich, mit dem rufe ich meine E-Mails ab, mit dem lese ich Bücher, mit dem schaue ich Filme, mit dem kann ich auch fotografieren. Und da kommen wir jetzt zum ganz, ganz großen Unterschied. Hier haben wir jetzt sogar zwei Kameras mit drin. Im XA 100 ist nur eine Kamera. Mhm. Hier haben wir eine Front- und eine Kamera für Selfies oder auch für Videotelefonie. Das ist hier. Dann haben wir auch den Prozessor beschleunigt. Hier haben wir einen 4-Kern-Prozessor drin, also einen sehr, sehr schnellen. Oh, guck dir mal die Bilder an, Ralf, das ist ja fantastisch. Ja, da kannst du auch solche Effekte, das sehen wir jetzt gerade hier, mit reinmachen. Und jetzt haben wir noch was. Jetzt sehen wir es gerade hier eingeblendet, 3G-Datenübertragung. Mhm. Denn du kannst jetzt mit diesem Smartphone, sage ich schon, mit diesem Tablet nicht nur arbeiten, sondern auch telefonieren. Weil hier haben wir die Möglichkeit,
sogar zwei verschiedene SIM-Karten anzuschauen. Ja, du kannst ruhig das Video angucken. Zwei verschiedene SIM-Karten einzulegen und mit einer von beiden zum Beispiel zu telefonieren, mit der anderen ins Internet zu gehen und zwar unabhängig vom WLAN. Selbstverständlich zu Hause, wenn du WLAN angeschaltet hast, verbindet sich es automatisch mit dem WLAN. Aber sobald du von zu Hause weg bist, ist ja WLAN Essig. Mhm. Und dann hast du hier mit dieser 3G-Funktion die Möglichkeit, auch mobil ins Internet zu gehen. Also so, wie wir es vom Smartphone auch können, aber kennen, aber jetzt halt in einer größeren Größe. Und was hast du da wieder ausgesucht? Ich habe die ZDF-Mediathek aufgemacht, weil du hast ja gesagt, man kann da wunderbar mit auch Filme gucken oder so. Und da finde ich immer sehr schön, zum Beispiel von ARD oder ZDF, die haben ihre Mediatheken. Und hier kann man dann zum Beispiel so ein bisschen durchgucken, wenn man einen Film verpasst hat oder auch hier eine Serie oder so eine Doku, Reportagen zum Beispiel, kann man da ganz einfach draufklicken, das geht ruckzuck. Und dann kommen die hier alle nochmal, werden nochmal gezeigt und man kann die sich dann direkt, wann man möchte, und das finde ich so fantastisch, auf seinem Tablet anschauen. Also hier, Sie sehen, das geht dann auch gleich los, ne? Wunderbar. Das kannst du natürlich machen, da du ja dauernd den Internetzugang hast. Aber du kannst auch ohne Probleme auf deiner Micro-SD-Karte, die hier bis 32 GB möglich ist, Filme abspeichern, die du jetzt zum Beispiel auf dem Rechner hast oder sonst wo. Und dann kannst du unterwegs auch mal Filmchen schauen oder schauen lassen. Das ist auch wichtig, denn so ein Tablet ist auch ein guter Reisebegleiter, wenn man mal länger Auto fahren muss. Und die Kinder im hinteren Raum, die fangen nach einer Viertelstunde schon mit den üblichen Sätzen an. Hunger, Pipi, Durst, wann sind wir da? Das ist so das Übliche. Und eben für unterwegs perfekt. Hier jetzt einfach mal Parkbank, Pause machen und sich ein bisschen ablenken. Jetzt schauen wir mal, da wird natürlich die Umgegend und die Gegend nochmal erforscht oder auch dann Routen herausgesucht. Sie könnt jetzt aber auch jederzeit selbstverständlich ein Spielchen spielen oder sich auch mit dem Tablet, und das ist ja auch mal schön, in dieser Größe navigieren lassen. Genau, das geht auch wunderbar. Habe ich auch schon mal gemacht. Habe ich das Tablet ins Auto genommen. Weißt du, wen das sehr gefreut hat? Wen? Meine Mutter. Meine Mutter ist da ja so ein bisschen, die hat ja auch manchmal ihre Brille nicht auf. Mhm. Ne? Und da kann sie auch sehr schlecht sehen. Und da sind wir mit dem Auto unterwegs gewesen und sind hochgefahren an die Küste, Borkum. Und ja, da sind wir hoch und dann habe ich das Tablet als Navigationsgerät angeschmissen und sie war total begeistert. Sie hat das zum ersten Mal gesehen, dass man auch mit dem Tablet sich navigieren kann, dass das dann auch ja mit einem redet, genau wie das Navigationsgerät, wenn du so eine Routeneinstellung hast. Und dass du dann halt die Sachen auch groß siehst und auch mal ranzoomen kannst natürlich. Und du hast einen viel größeren Bildschirm als beim Navigationsgerät. Das kam ihr sehr gelegen, weil sie nicht immer die Brille aufziehen musste, um drauf zu gucken. Und gerade jetzt, wenn du es quer machst, also in diesem 16:9 Format, hast du natürlich noch einen breiteren Überblick, wenn du es als Navigationsgerät benutzt. Aber auch E-Book-Reader, das ist so ein Zauberwort. Und da zahlt man für einen E-Book-Reader heutzutage auch 100 schon mindestens, Euro, ja. mindestens 100 Euro, nach oben keine Grenzen. Hier holst du dir im Google Play Store, jetzt sind wir da wieder zurück, holst du dir einfach dein E-Book und liest es dann hier. Einkaufen, IKEA sehen wir hier. Ja, warum nicht? Einfach mal schauen, was gibt es denn bei IKEA? Ja, den Tisch, wenn man einen braucht, wunderbar. Aber shoppen natürlich, da ist er schon, da ist er ja, der Tisch. Das ging aber schnell. Betriebssystem Android 4.4, also sehr, sehr aktuell. Dann natürlich diese Möglichkeit, mit diesem Vierkernprozessor ganz, ganz schnell ins Internet zu gehen. Wir haben hier 1 GB Arbeitsspeicher. Das ist für so ein Tablet in dieser Klasse hervorragend. Ja. Und so kann ich alles wirklich ohne Probleme schnell und flüssig bearbeiten. Ihre Bestellnummer hier, die PX 8844 und die 569, unser XA 100 Pro in diesem außergewöhnlichen Design, ideal, um dann auch mal Filme und Serien zu schauen. Das macht richtig viel Spaß für 170,91 €. Auch hier an dieser Stelle selbstverständlich versandkostenfrei für Sie. Deshalb schnell zugreifen, einfach anrufen bei den Kollegen im Callcenter und die Bestellnummer durchgeben hier, PX 8844 569. Und dann profitieren Sie jetzt und bis zu 2 Stunden nach der Sendung von unserem TV-Sonderpreis. Ihr Preis hier bei uns heute 170,91 €, aber schnell sein, direkt bestellen, damit dann Ihr Tablet auch ruckzuck bei Ihnen zu Hause ist. Und damit Sie auch immer ordentlich Power auf dem Tablet haben oder auch auf dem Smartphone, haben wir hier eine tolle Powerbank. Ja, und das ist eine sensationelle, das ist nämlich eine Outdoor-Powerbank. Und die ist klein und handlich, aber Sie sehen schon hier an diesem etwas außergewöhnlichen Gehäuse, die ist erstens mal stoßfest und die kann auch mal runterfliegen. Das heißt, die kannst du auf Tracking-Touren mitnehmen oder einfach auch mal
ja, auch mal riskieren, dass er aus der Tasche fliegt oder dass ihr mit ihr etwas unsanfter umgegangen wird. Also vielleicht auch ideal für die Kinder. Du hast ja vorhin die Kinder angesprochen, die auch relativ schnell dann heutzutage ein Smartphone haben. Gerade die, wenn du die erreichen willst. Du hast von deiner Tochter gesprochen, dass die zur Schule fährt. Ich weiß es von meinem Cousin. Ja, meine Tante ist einmal fast gestorben, weil mein Cousin nicht erreichbar war. Ja, der hat auch sein Smartphone dabei. Ja, ja, der hatte dann halt noch eine AG in der Schule und hat danach noch den Bus verpasst. Passiert natürlich mal, aber sein Smartphone war dann leer. Sie konnte ihn nicht erreichen. Sie hat sich unglaublich Sorgen gemacht. Sie saß 3 Stunden zu Hause und wusste jetzt nicht, was sie tun soll. Und da ist es natürlich sehr praktisch, wenn man den Kindern dann vielleicht auch mal einfach so eine Powerbank mit in den Rucksack reinschmeißt. Wenn die so toll robust ist, funktioniert das ja hervorragend. So, den Ladezustand der Powerbank, den sehen wir jeweils hier oben drauf, indem ich dieses größere Knöpfchen drücke. Und hier sehen wir, unsere Powerbank ist voll. Und das heißt 2200 mAh. Das reicht, um jedes Smartphone mindestens einmal aufzuladen. Dann sehen wir den kleineren Knopf noch und damit betätigen wir hier vorne diese kleine Taschenlampe. Guck mal, jetzt habe ich also auch noch eine Taschenlampe dabei. Ein- und Ausschaltung. Und was wir jetzt sehen oder nicht sehen, ist ganz einfach ein Anschluss. Weil ich muss ja irgendwo die Energie hier raus in mein Smartphone bringen. Und das ist denkbar einfach, aber geschützt. Weil es ist wetterfest. Also auch im Regen kannst du damit draußen sein. Und hier haben wir die unter diesem Gummi. Da haben wir die Ladestation. Einmal sehen wir den USB-Stecker, mit dem wir jetzt rausgehen und die Energie auf ein Endgerät bringen. Also am USB auf Micro-USB und andersrum Micro-USB, da holen wir den Strom wieder rein, wenn dann die Powerbank mal leer ist, um die wieder aufzuladen. Das heißt, ich könnte das jetzt hier direkt, warte, ich mache meine Taschenlampe wieder aus, hier an das Gerät anschließen. So. Und dann laden wir es auf. Oh Gott, ich muss mal in den Stecker kommen. So. Und dann wird das hier direkt aufgeladen. Richtig. Bei einem Tablet jetzt, unser XA100 hat 4000 mAh als Akku. Das heißt, da kann ich aber trotzdem noch mal um 50% die Laufzeit verlängern. Kann jetzt auch direkt während des Ladevorgangs hier arbeiten. Da sehen wir es sehr gut. Da oben kommt dieser kleine Blitz. Das heißt, es lädt. Das heißt, ich bin jetzt hier mit meinem Tablet auf der sicheren Seite und kann auch zum Beispiel, wenn ich das Tablet in der Bahn mit dabei habe und da einen schönen Film gucke oder vielleicht auch Nachrichten lese oder auch mein E-Book lese auf meinem Tablet, kann dann das Tablet die gesamte Zeit benutzen, weil ich hier diese Notstromreserve quasi dabei habe. Gerade in der Bahn ist es immer schwierig mit einer Steckdose. Ich kenne es selber. Da muss man immer ordentlich suchen. Nicht alle Züge haben die neuesten ICEs, haben immer unterm Sitz dann eine, aber die meisten Züge haben das noch gar nicht. Und da gibt es nur eine Steckdose im gesamten Abteil. Ich bin da auch schon häufiger rumgelaufen, bis ich meine Powerbank bekommen habe. Deshalb, ich würde nicht mehr ohne Powerbank aus dem Haus gehen. Ja, was halt hier schön ist, sie ist kleinhandlich und sehr, sehr robust. Das ist wichtig, mit der brauche ich nicht umgehen wie mit rohen Eiern. Die kann ich auch mal im Regen draußen liegen lassen oder wenn sie mir aus der Tasche gefallen ist. Und ich kann damit eben die Laufzeit meines Smartphone-Akkus verdoppeln. Vor allem für 9,41 Euro. Ich glaube, da überlegt man gar nicht lange. Nicht irgendwie 30 Euro. Nein, heute der TV-Sonderpreis für Sie. 9,41 Euro, wenn Sie jetzt bestellen. Ihre Bestellnummer hierzu, die PX8843569. Unsere tolle neue Outdoor-Powerbank, 2200 mAh mit dieser tollen LED-Lampe da vorne. Das ist natürlich auch clever, gerade wenn du dann auch mal was suchen musst, egal ob du im Auto bist oder unterwegs irgendwo im Zug oder so. Ne? Da ist so eine Taschenlampe Gold wert. Und wir sehen auch, die ist sehr, sehr leuchtstark. Ja? Also im Dunkeln weiß sie dir genau den Weg. Ein- und Ausschaltung ganz einfach. Hier haben wir noch mal halbe Kraft. Das ist also ein zweites Modi und dann schalte ich aus. Also all das ganz einfach, ohne irgendeinen großen Umstand und vor allem ohne, dass ich aufpassen muss, dass er kaputt ist. 9,41 Euro, Sie sehen, ein tolles neues Produkt. Das brauchen Sie auf jeden Fall, deshalb gleich bestellen, vielleicht auch als Geschenk, wenn Sie jemanden kennen, wo das auch häufiger vorkommt, dass dessen Smartphone leer ist, dem das einfach mal schenken bei 9,41 Euro. Das ist doch hervorragend. PX8843569, Ihre Bestellnummer. Unsere tolle Outdoor-Powerbank. Denken Sie an das schöne Tablet, was wir Ihnen gezeigt haben. XA100 Pro. Aber wir haben ja auch noch ein weiteres Gerät für Sie. Also wenn es dann das Beste vom Besten sein soll. Das beste Tablet, was wir momentan auf dem Markt haben hier bei uns. Das ist so ein richtiges Luxusgerät schon, ne? Ja.
Ja, sollte man annehmen, aber vom Preis her ist es weit vom Luxus entfernt. Es ist bezahlbar, aber von der Ausstattung her, ja, das sind technische Daten, von denen träumen andere Hersteller nur. Wenn wir uns nur mal das Display anschauen, ich hoffe, das kommt hier einigermaßen rüber. Ich muss mal schauen, ob ich ein schönes Bild aufmachen kann, dann sehen wir das vielleicht besser. Moment, ja, komm, holen wir mal unseren Herrn Kollegen, den Herrn Ruland hier ins Bild. Da sehen wir die gestochen scharfe Qualität. Schon allein das hier ist jetzt eine 2K-Auflösung. Das ist super, guck mal, wie der guckt. Ja, so von unten hoch. Eine 2K-Auflösung hat jetzt dieses Display. 2K, das ist 2048 mal 1536 Pixel. Das heißt, das ist doppelt so scharf wie HD. Guck mal, du kannst richtig nah ranzoomen. Ja. Da kannst du jedes Härchen, jede Falte erkennen. Das ist schon mal ein Riesenschritt nach vorne. Aber schon im Namen unseres Tablets steht der nächste Quantensprung, was Technik angeht, verborgen. Nämlich, wie heißt es? X10 Octa. Octa, genau. Also wieder Octa 8, also wieder der 8-Kern-Prozessor wahrscheinlich. Auch, ne? Hier einen unglaublich flotten mit 1,7 GHz Taktung. Also das geht wahnsinnig schnell auch hier, wenn ich wieder mehrere Sachen aufmache. Dann hatten wir ganz am Anfang gesagt, Laptop-Ersatz. Mhm. Ja? Und hier sprechen wir von 2 GB Arbeitsspeicher. Das heißt, da bist du auf dem Niveau von einem ganz normalen Laptop. Mhm. Aber das jetzt im Tablet-Format. Das ist natürlich Wahnsinn. Und das so schön leicht, so schön portabel. Weil das ist ja der Vorzug von so einem Tablet. Deshalb bestellen sich das ja auch viele. Weil du hier einfach ein sehr flexibles, leichtes Gerät hast, was du auch toll mal mitnehmen kannst. Ja, und hier sehen wir natürlich auch das, was wir immer sagen, mal als E-Book-Reader. Und hier Gebrauchsanweisungen für den Schwarzwald. Klar, das braucht ein Kölner. Hannoveraner vielleicht auch. Ich bräuchte es nicht. Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen. Ja. Aber da sehen wir es. Und da kannst du eben heutzutage alles machen. Mit Sprachsteuerung oder einfach auch mal mit den Fingern klar kapazitiver Bildschirm. Übrigens ein Betriebssystem, top aktuell. Da haben wir Android 5.0. Mhm. Und jetzt in dieser Größe, mit dieser Auflösung, jetzt mal ein Buch zu lesen, das macht richtig Spaß. Das ist eigentlich hier mit diesem 9,7 Zoll, ist es so groß, als würdest du ein festes Buch kaufen. Das hat, guck mal, aber du kannst reinzoomen noch in dein Buch. Das ist der Vorteil, dass du einfach reinzoomen kannst. Also selbst wenn sie mal die Brille vergessen haben, können sie direkt so ein bisschen reinzoomen und können sich das detaillierter angucken. Das ist eine fantastische Sache. Ja, und ich mache gerade ein Buch auf, damit wir uns das jetzt gerade live sehen. Jetzt lädt's und da sehen wir erstmal das Vorwort. Aber da ist genau das, was du gesagt hast. In dieser Schriftgröße habe ich jetzt im Moment, du weißt ja, ich trage eine Lesebrille, hätte ich ein bisschen Probleme. Aber so habe ich keine mehr. Ja. Ja. Und dann kann ich eben Seite für Seite und dann kann ich wieder kleiner machen und kann dann blättern. Und das geht in einer Geschwindigkeit, das ist enorm. Aber das ist ja nur ein Feld, wie ich das alles benutzen kann. Und wir gehen mal wieder raus, wir gehen zurück aufs Menü, Hauptmenü. Und dann sehen wir jetzt hier unten, das sehen Sie vielleicht auch hier, ein Telefon. Und das ist jetzt erstens mal, kann ich mit diesem Tablet telefonieren. Geht natürlich nur, wenn ich eine SIM-Karte einlegen kann. Die kann ich hier einlegen. Und über die SIM-Karte mit dem richtigen Vertrag hier per LTE, also dem neuesten Internetverbindungsmöglichkeit, mobil ins Internet. Also auch wenn ich nicht in meinem WLAN-Bereich bin oder in einem WLAN-Bereich, kann ich dann mit dem Tablet ins Internet gehen und kann da meine Arbeit erledigen, richtig, aber auch mal im Internet surfen, Spiele spielen und so weiter, was ich immer machen möchte. Ja, richtig. Und das macht mich eben wieder so flexibel. Jetzt kann ich auch mein Tablet auch wieder als Navigationsgerät benutzen. Ich kann dem Tablet sagen, das kennen wir mit der Sprachsuche, ja, ich möchte, was sagt er, glaube ich, auf den Feldberg. Irgendwas hat er, glaube ich, gesagt. Ja, ich glaube, er will sich navigieren lassen. Eben. Und jetzt kriegst du den Treffer sofort angezeigt und kannst dir dann die Routenplanung machen. Und dann nimmst du es mit raus ins Auto und ja, lässt dich führen. Guck mal hier, von Buggingen zum Feldberg im Schwarzwald. Ja. Und dann springt er auch direkt in die Navigation und man kann dann sich direkt da auch hin navigieren lassen. Das heißt, kann dann das Tablet auch hier wieder als Navigationsgerät quasi nutzen, wenn man das möchte. Also umfangreich, reichste Möglichkeiten, die man damit hat. Das ist ganz fantastisch, weil man sich die Welt so ein bisschen zu sich nach Hause holt mit so einem Gerät. Richtig. Und hier hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Welt nach Hause. Entweder übers Internet, aber auch per Erinnerungen, per Fotos. Denn wir haben zwei Kameras verbaut. Oh, das ist natürlich schön. Eine Frontkamera mit 5 Megapixel und eine Selfie-Kamera mit 2 Megapixeln. Und unendlich viel Speicher. Unendlich viel stimmt natürlich nicht. Aber wer weiß, wie viel heutzutage 1 Gigabyte ist, weiß, dass 64 Gigabyte, die hier per Micro-SD-Karte dazu
zugelegt werden können, dass das wirklich wahnsinnig viel ist. Aber ich kann die MicroSD-Karte theoretisch auch austauschen. Wenn die eine mal voll ist, kann ich die austauschen gegen die nächste. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Es gibt viele, das ist die, ja fantastisch. Die haben was mit fester Festplatte. Ja, genau. Ja? Und wenn die voll ist, dann musst du löschen oder musst ganz schnell an deinen Rechner und übertragen. Mhm. Hier kannst du einfach auch jederzeit eine kleinere, vielleicht hast du eine Ersatz-SD-Karte mit 16 GB, mhm, kannst du auch einlegen, Maximum 64 GB. Super. Also wirklich sensationell, zumal zu diesem Preis. 351,41 €. Ein fantastischer Preis für so ein Luxusgerät, muss man schon sagen. Andere Hersteller lassen sich das mit 600-800 € bezahlen. Bei uns hier versandkostenfrei für Sie 351,41 € mit der Bestellnummer PX8896 und der 569. Unser tolles X10 Octa mit dem schönen 8-Kern-Prozess. Speicherfrei, variabel wählbar, bis zu 64 GB. Zwei Kameras sind damit dabei. Und auch hier ganz kreativ mal sein. Einfach mal was malen auf dem Tablet. Das geht selbstverständlich auch. Egal, was Sie machen möchten, Sie können es tun. Und wir haben es eingangs gesagt, gerade so ein tolles Tablet ist natürlich fast schon ein Laptop-Ersatz. Und dass das zum richtigen Laptop-Ersatz wird, haben wir Ihnen noch was Schönes hier mit vorbereitet. Richtig, erstmal eine schöne Hülle. Damit ist mein Display geschützt. Das ist ja auch wichtig. Dann kann es auch mal runterfallen, mhm, ohne dass ich plötzlich Risse im Display habe. Und jetzt machen wir das mal auf, weil jetzt kommen wir zu dem, was du gesagt hast. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie aus Ihrem XA100 mit wenigen Mitteln einen Laptop machen. So, und jetzt guck mal. Jetzt habe ich hier einen vollwertigen Laptop. Übrigens, kleine Magnete halten das jetzt unten. Und jetzt siehst du hier, per Bluetooth verbindest du die Tastatur mit deinem X10 Octa. Und dann kannst du hier jetzt E-Mail schreiben, wie an deinem Laptop. Du kannst arbeiten, du kannst Briefe verfassen. All das kannst du hier natürlich machen. Das sieht schon aus wie so ein kleiner Laptop. Ja. Gucken Sie sich das mal an. Sie haben eine richtige Tastatur jetzt, einen richtig großen Monitor, weil das jetzt hier die Größe von dem X10 Octa ist. Sogar hier vorne hast du das kleine Touchfeld, auf dem du arbeiten kannst. Diese Tasten, das ist alles wie bei einer echten Tastatur. Und das ganz einfach in Kombination jetzt mit deinem Tablet wird das zum kleinen Laptop. Jetzt müssen wir sagen, wie bei einer echten, das ist eine echte Tastatur. Ja, ja, klar. Genau die Kuvertastatur, wie wir aber sie kennen. Aber es ist viel flacher ist komplett als eine echte natürlich Tastatur. Natürlich flacher und dann eben kabellos verbunden, ja, also per Bluetooth. Einfach Bluetooth einschalten über die Einstellungen. Da müssen wir gerade mal schauen, dass ich Ihnen das mal zeige, wie das funktioniert. Wir gehen hier und suchen die Einstellungen. Moment, ich sehe wieder nichts. Wo sind Sie denn? Und dann kann ich Bluetooth aktivieren. Da müssten Sie sein. Da sind Sie, genau. Und hier kann ich dann WLAN sehen Sie und Bluetooth ist genauso. Einfach aktivieren und dann verbindet sich die Tastatur automatisch. Und dann gehen wir wieder zurück ins normale Programm und dann kann ich tun, was ich will. Ich stelle den Ständer wieder auf. Hier einfach oben aushaken. Musst du so abklipsen. Siehst du, genau. Ja. Und jetzt hier unten schauen, dass es da magnetisch da einrastet und dann hält es auch bombensicher. Guck. Eine super Sache. Man kann natürlich auch den Winkel so ein bisschen verändern, je nachdem, wie man gerade sitzt. Ne? Kann man das schön einstellen, finde ich super. Vor allem Schutztasche und Bluetooth-Tastatur in einem für 56,91 €. Ja eben, für 56 € mache ich mir aus meinem Tablet einen vollwertigen Laptop. Wahnsinn, oder? Und was heutzutage gleich alles möglich ist. Und du hast die Schutzhülle angesprochen. Wenn ich fertig bin mit Arbeiten, dann mache ich einfach Klappe zu. Nicht Affe tot, nicht Tablet tot. Auch hier siehst du, hier guck mal, leicht magnetisch. Da sind so, mhm, kleine Magnete eingebaut. Das heißt, das hält hier auch von ganz alleine. Sieht toll aus und jetzt, ja, hast du deinen Laptop dabei. Eine super Sache, oder? Kleiner Laptop. Sie machen Ihr Tablet quasi durch diese Bluetooth-Tastatur zum Laptop für 56,91 €. Das müssen Sie doch einfach haben, oder? Mit der PX8897 und der 569 machen wir es möglich, direkt mitbestellen. Und dann haben Sie hier aus Ihrem tollen Tablet ein Laptop, ja, gemacht. Also, und gleichzeitig noch die Schutzhülle dazu. Das ist doch mal der Wahnsinn, oder? Einfacher, das begeistert mich jetzt geht's total. Nicht. Also gleich mit dazu bestellen. Das passt genau für unser X10. Octa. Also, jetzt heißt ran ans Telefon, holen Sie sich Ihr neues Tablet oder Ihr neues Smartphone, die Schutzhülle zum X10 Octa gleich dazu. Und Kathi sagt uns jetzt noch die Bestellung. PX8897569, nochmal die Bestellnummer für Ihre Schutztasche inklusive Bluetooth-Tastatur, 56,91 €. Eine ganz tolle Sache. Ich hoffe, Sie haben die entsprechenden Produkte für sich gefunden. Ein schönes Smartphone oder dann auch eins der Tablets. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß damit.